Sie wollten sich von dem Schock erholen. Kürzlich erst sind Marie und Joachim von Dänemark mit ihren Kindern Athena und Henrik von Frankreich nach Dänemark gereist. Grund dafür ist eine starke Atemwegserkrankung des 10-Jährigen. Er wurde sogar auf Corona getestet. Nun haben sie die Möglichkeit seines besseren Zustands genutzt und sind im Juni zurück nach Frankreich gekehrt. Vor wenigen Stunden wurden erst diese Fotos des Prinzenpaares veröffentlicht, die sie im Sommerurlaub in Cahors zeigen. Zu sehen sind die beiden auf den sommerlichen Bildern mit strahlendem Lächeln. Die Erleichterung über den verbesserten Zustand ihres Sohnes ist ihnen deutlich anzusehen. Auf den Bildern lässt sich nichts von dem Drama erahnen, das nur wenige Stunden später folgt. Kurz darauf wird Prinz Joachim nämlich in eine Klinik in Toulouse eingeliefert. Der 51-Jährige muss dann wegen einem Blutgerinnsel in seinem Gehirn sogar notoperiert werden. Von Seiten des Königshauses heißt es, dass es ihm aktuell gut gehe und er sich im Kreise seiner Familie befinde. Wir hoffen, dass sich die königliche Familie bald von diesem Schock erholt und alle schnell wieder gesund werden.